Er war die Hauptfigur im Heimspiel von Energie Cottbus gegen Lichtenberg, Yannick Mäder. Pechvogel in der 5. Spielminute, vielleicht der Mega-Aussetzer der Saison 2. Maximal 3 Meter vor der Torlinie konnte er alles machen, nur nicht treffen. Der Beginn für einen turbulenten Nachmittag aus Mäders Sicht, Trainer Wollitz mit ermutigenden Worten. Ich habe mich geärgert. Auf der anderen Seite ärgere ich mich aber noch mehr für ihn, weil er ist eigentlich ein super Junge. Hat im Training in den letzten Wochen unglaublich viel investiert, deswegen steht er jetzt auch öfters auf der Platte. Der war ja hier, hat überhaupt gar keine Anerkennung gehabt, der war ja eigentlich weg. Und ich finde ihn wirklich einen spannenden Spieler. Und er verlässt uns auch, weil er zurück nach Hause möchte, aufgrund der familiären Geschichte. Das ist eigentlich schade, weil der investiert so viel, hat in der Mannschaft einen extrem hohen Stellenwert. Nur solche Dinger, die hat er nicht das erste Mal vergeben in seiner Karriere. Ist eigentlich schade, wenn er da ein Stück stabiler wird oder für sich auch ein Stück überzeugter ist, ein extrem interessanter Spieler. Mäder selbst wollte nach dem Spiel nicht sprechen, dafür antwortete er auf seinen Riesenbock in der 25. Minute mit dem Tor zum zwischenzeitlichen 2:1 Führungstreffer. Klar, der Fehlschuss noch im Hinterkopf, aber seine Präsenz an diesem Tag auf dem Platz herausragend. Sehr viele Tiefenläufe, viele Ballaktionen, immer mit Tempo, die Belohnung in Form seines dritten Saisontors. Und in Hälfte 2 wäre der Fauxpas aus der 5. Minute fast vergessen gewesen. Wieder so ein Sprint und dann Glück im Gewusel, aber Pech im Abschluss. Der Pfosten steht dem Doppelpack und Saisontor Nummer 4 im Weg. Auffälligster Spieler an diesem Tag auf dem Platz, Yannick Mäder. Ein Spiel, das in vielerlei Hinsicht im Gedächtnis bleiben wird.